Mit dem neuen Sechsschüttler-Mähdrescher Lexion 6900 ist Klaas am 9. August auf der Insel Rügen angetreten, um die Leistungsfähigkeit der Maschine mit dem neuen APS Synflow Walker Dreschwerk unter Beweis zu stellen. Am Morgen hat es auf der Insel noch geregnet, sodass die Bedingungen alles andere als optimal waren. Als jedoch gegen 13 Uhr die Sonne rauskam, startete das Projekt 8-Stunden-Rekord für einen Schüttler-Mähdrescher auf einer angemähten, mehr als 100 Hektar großen Parzelle. Wir von der Redaktion Profi waren dabei vor Ort, um uns von den Druschbedingungen und der Leistung der Maschine selber ein Bild machen zu können. Klar, dass Klaas auch in Sachen Getreidelogistik alle Register gezogen hatte, um beim Abbunkern keine Sekunde zu verlieren. Vom HW ULV 4000 ging es dann auf die am Feldende bereitstehenden Hängerzüge, die das Korn zum Betrieb der Gutsverwaltung Kniphausen brachten. Am Lager angekommen, geht es als erstes über die Fahrzeugwaage, um die Gewichte der Erntemengen genau zu erfassen. Das Fahrzeuggewicht angezeigt, das Gewicht wird jetzt im Prinzip abgespeichert. Außerdem wurde von jeder Fuhre eine Probe gezogen, um die Feuchtigkeit zu bestimmen. Schließlich hatte der Weizen bei Druschbeginn um 13 Uhr immerhin noch 19,3%. Erst im Laufe des Nachmittags sank der Wert auf 16,6%, bevor es am Abend wieder feuchter wurde. Außerdem haben wir natürlich regelmäßig Proben genommen, um den Bruchkornanteil und Besatz im Erntegut zu bestimmen. Und genauso regelmäßig wurden auf dem Acker Prüfschalen geworfen, um die Verluste zu messen. Klaas-Mitarbeiter Moritz Lücking erklärt das System. Genau, jedes Feld ein 0,5% Verluste. Wenn man dann zwei Felder bedeckt kriegt, dann hat man 1% Verlust. Und das ist Vorgabe, um nicht zu viel Leistung wegzunehmen, aber auch nicht zu viele Verluste zu fahren. Das ist dann eben der Kompromiss zwischen Leistung und Verlusten, den man sich einfach geeinigt hat. Werksfahrer Christian Lüthen zieht derweil seine Runden und erklärt uns die Fahrstrategie des Lexion 6900. Wir fahren die Maschine vollständig über CMOS-Automatik und den Fußpiloten. Wir sehen hier schön unsere Grain Quality Cam, die uns einmal den Bruchkornanteil anzeigt, der hier rot umkreist ist, und dann einmal den Besatz, der im Korntank ankommt, der dann hier grün dargestellt ist. Hier unten können wir einmal unsere Optimierungsstrategien sehen. Hier habe ich heute Nachmittag einige Änderungen vorgenommen. Wir haben jetzt immer noch alles ziemlich hier auf Durchsatz stehen, also auf hohen Durchsatz, um halt eine hohe Leistung der Maschine zu haben. Und heute Nachmittag, als wir etwas trockenere Bedingungen haben, konnten wir dann mit noch einmal höheren Durchsätzen fahren. Was zum Abend hin den Durchsatz begrenzt, erklärt Lüthen kurz vor dem Zieleinlauf. Hier sehen wir einmal unser neues Cebis. Hier oben unsere Kornfeuchte momentan mit 18,2%. Der Motor kommt so ziemlich an seine Grenzen, weil wir das ganze Stroh auch häckseln. Wir sind momentan bei einer Motorauslastung von 94% bis 96%. Und hier oben wird uns der limitierende Faktor von den Cruise-Piloten angezeigt. Das heißt, der Cruise-Pilot kann diese Maschine nicht schneller fahren lassen, weil hier der Motor an seine Grenzen kommt. Wir sind deshalb gespannt, wie die Bilanz nach 8 Stunden aussieht. Und Christian, stopp! Kommst du bitte einmal zu mir ran? Dann können wir die letzten Kuchen biegen und haben ein ordentliches Ergebnis. Ich denke, die haben wir ganz gut geknackt, unsere 320 Tonnen. Im Cebis haben wir jetzt eine Erntemenge von 350,95 Tonnen. Wahnsinn! Und das Ganze auf 34,57 Hektar. Während auf dem Feld schon gefeiert wird, rechnen Betriebsleiter Dirk Farnhold und Profi-Redakteur Christian Brüse die Wiegungen zusammen. Sage und schreibe, 349,8 Tonnen hat der Lexion 6900 in exakt 8 Stunden gedroschen. Dabei lagen die Verluste nicht über 1% und der Dieselverbrauch bei 1,55 Liter pro Tonne bzw. 15,7 Liter pro Hektar.